Die ersten Wochen in Sahaja Yoga waren für mich unglaublich intensiv. Ich habe da Selbstverwirklichung keine kühle Brise gespürt, aber es war, als wäre ein Schalter umgelegt. Ich wusste, da ist etwas passiert, das beginnt ganz intensiv in mir zu arbeiten und verändert meine Sicht auf die Welt. Insofern, als ich das Gefühl gehabt habe, diese Veränderung, das ist meine Sicht oder das ist eine innere Sicht oder das ist das Wesentliche. Ich wusste nicht, was Sahaja Yoga ist, ich wusste nicht, wer Srimataji ist, aber diese Veränderung habe ich ganz massiv gespürt. Das hat damit begonnen, dass ich davor ja doch getrunken habe, möglicherweise mehr als so mancher Österreicher, weil das am Theater so üblich ist, dass ich geraucht habe, dass ich durchaus auch Drogen konsumiert habe, Cannabis. Das Trinken war überhaupt kein Thema mehr. Also ich habe nicht mehr getrunken von dem Tag an. Ich habe so ein Stück Haschisch zu Hause gehabt. Das habe ich nicht mehr angeschaut, obwohl das dann üblich war, am Abend irgendwie da was zu rauchen. Es war kein Thema. Das Einzige, was ich noch getan habe hin und wieder, war Zigaretten rauchen. Ich habe versucht, mir das schon einige Male abzugewöhnen, ist mir nicht gelungen. Jetzt habe ich mir ein Datum gesetzt, das war dann irgendwie Anfang Jänner, kurz vor Weihnachten habe ich meine Selbstverwirklichung bekommen und damit war das auch erledigt. Also irgendwie waren das alles Ersatzbefriedigungen, die keine Relevanz mehr hatten. Die Befriedigung war innen und damit war das erledigt. Das waren die ersten, auch für mich interessanten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Gleichzeitig habe ich in mir gespürt, wie sich alles tatsächlich beginnt zu bewegen, als würde hörbar in den Zentren gearbeitet. Was dann auch manches Mal eigenartig war, wenn man in der Meditation sitzt und es wird stiller oder es sollte stiller werden und eigentlich wird es in einem immer lauter. Aber egal, ich wusste, dass da etwas passiert und ich wusste, dass es nur ein positiver Ausgang sein kann.